Habt ihr auch schon mal einen Film gesehen und euch an einer Stelle einfach nur gefragt, wie haben die das gemacht? Wenn ja, dann ist das kein Wunder. Moderne Filmtechnik ist inzwischen so fortgeschritten, dass auf der Leinwand fast alles möglich ist. Genau aus diesem Grund wollen wir uns in diesem Video einige der berühmtesten und legendärsten Filmszenen aller Zeiten anschauen und euch zeigen, wie diese wirklich entstanden sind. Denn hinter berühmten Szenen stecken oft verblüffende Methoden. Nach diesem Video werdet ihr also einige Filme nie wieder mit den gleichen Augen sehen und hier und da haben wir auch noch einige kuriose und pikante Fakten für euch. Es wird also spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach so, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Comments, welcher Film auf dieser Liste euer Lieblingsfilm ist. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 10 beginnen wir mit einer Filmreihe, mit der vermutlich jeder von uns aufgewachsen ist. Harry Potter. Zwar sind die Harry Potter Filme voll mit atemberaubenden Szenen, die einen sprachlos zurücklassen, ein bestimmter Moment war jedoch besonders schwer zu realisieren. Sogar so schwer, dass sich die Produzenten nicht sicher waren, wie sie J.K. Rowlings Vision aus den Büchern umsetzen sollten. Es geht dabei um die Quidditch-Turniere, bei denen die Teams von Hogwarts auf ihren Besen durch die Luft fliegen und mehreren Bällen hinterherjagen. Natürlich wurden für die Dreharbeiten keine echten fliegenden Besen erfunden. Stattdessen bediente sich die Crew einer anderen, nicht unbedingt weniger aufwendigen Methode. Und zwar wurde für die Quidditch-Szenen eine gigantische Halle gemietet, in der dann eine Konstruktion aus Seilen und Kränen gebaut wurde, an der auf der einen Seite die Besen und auf der anderen Seite die Kameras befestigt waren. Während Harry und seine Freunde also auf den Besen saßen und dabei tatsächlich durch die Halle fuhren, waren die Kameras maximal flexibel, um die Action des Spiels perfekt darzustellen. Außerdem wurde die komplette Halle mit blauen Vorhängen ausgestattet, auf die im Nachhinein das Spielfeld projiziert wurde. Allein ein Quidditch-Spiel zu filmen dauerte daher oft mehrere Tage. Weiter geht's mit einem Film, der nicht nur alle Rekorde im Animationsbereich gebrochen hat, sondern auch viel komplizierter zu machen war, als man eigentlich denken würde. Es geht dabei um Frozen, die Eiskönigin. Frozen ist nicht nur der erfolgreichste Trickfilm aller Zeiten, er hat außerdem auch zahlreiche ikonische Figuren hervorgebracht, die von Kindern auf der ganzen Welt geliebt werden. Zum Beispiel den Schneemann Olaf. Doch wie entsteht eigentlich so ein Olaf? Tatsächlich werden für die Kreation von diesen Figuren die besten Zeichner Hollywoods engagiert, die zunächst per Bleistift die Ideen der Drehbuchautoren umsetzen. Im Anschluss wird Olaf dann auf einem Tablet erneut gezeichnet. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden diese Zeichnungen dann animiert und zum Leben erweckt. Im Anschluss werden dann noch Details, Feinheiten und Bewegungsabläufe manuell optimiert. Im Fall von Frozen gab es aber noch eine weitere Herausforderung, und zwar die vielen Gesangsparts der animierten Charaktere. Tatsächlich wird hierbei sehr interessant verfahren. Die Filmmusik wird nämlich live von einem ganzen Orchester aufgenommen, das während es spielt die entsprechenden Szenen auf einer Leinwand sieht. Erst im Nachhinein werden dann die zum Gesang passenden Mundbewegungen hinzuanimiert. Tatsächlich sind all diese Prozesse heutzutage sogar so aufwendig, dass die Entstehungskosten bei Animationsfilmen fast immer deutlich höher sind als bei Action-Blockbustern. Kommen wir als nächstes zu genau so einem Action-Blockbuster, nämlich zu The Dark Knight. In dem wohl beliebtesten Batman-Film aller Zeiten gibt es gleich zwei spektakuläre Szenen, hinter denen ein sehr interessantes Making-of steckt, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen diese Szene, in der ein LKW sich mit der Schnauze voran überschlug. Auch wenn die Szene wie CGI aussieht, ist sie nämlich erstaunlicherweise echt. Das Stunt-Team nutzte hier tatsächlich einen 40-Tonner. Mit einer Seilvorrichtung, einem Katapult und Sprengsätzen am Boden wurde dieser dann zum Überschlagen gebracht. Zwar war dies extrem gefährlich und auch finanziell riskant, mit dem Know-how der Profis lief jedoch alles glatt und einer der spektakulärsten Stunts eines ganzen Jahrzehnts war im Kasten. Anders entstand aber ein anderer Moment, der im Film nur wenige Sekunden später zu sehen war. Hier verfolgt Batman in seinem Batmobil einen anderen Truck, und zwar in einem Tunnel. Da dies in der Realität nicht umsetzbar war, mussten die Macher kreativ werden. Sie bauten also alles in Miniatur nach und ließen ein Mini-Batmobil per Fernsteuerung einen Mini-Truck durch einen Mini-Tunnel jagen.
Da alle Proportionen stimmten, konnte im Anschluss alles so angepasst werden, als hätte die Szene tatsächlich in einem echten Tunnel stattgefunden. Im Übrigen gilt der Regisseur von The Dark Knight, Christopher Nolan, als einer der kreativsten Action-Regisseure der Welt. Für seinen Blockbuster Inception ließ er zum Beispiel für Millionen von Dollar einen rotierenden Raum bauen, um dort die berühmte Korridorszene nahezu ohne künstliche Nachbearbeitung zu drehen. Wenn das nicht mal Einsatzbereitschaft ist. Machen wir weiter mit einem Film, über den gerade die ganze Welt spricht. Avatar 2. Während der erste Film schon einer der aufwendigsten aller Zeiten war, setzt der zweite Film nochmal einen drauf. Für die atemberaubenden Animationsszenen kam hier nämlich eine neue Erfindung zum Einsatz. Extra für die Dreharbeiten zu Avatar 2 erfanden James Cameron und sein Team nämlich die Stagecraft-Technologie. Die Idee dahinter ist simpel, aber genial. Durch die Stagecraft-Technologie können Schauspieler in Studios voller Greenscreens nämlich direkt und in Echtzeit sehen, wie die Szenen später im fertigen Film in etwa aussehen werden. Dafür sind die Darsteller mit Hunderten von Sensoren ausgestattet, die jede Bewegung in die künstlich erzeugten Figuren der Navis in Echtzeit überführen. Am Set sehen die Schauspieler und die Crew also nicht einfach nur ihre Kollegen, sondern gleich die fertig animierten Figuren und haben so die Möglichkeit, kreative Entscheidungen leichter und besser zu treffen. Da die Story des Films vor allem im Wasser spielt, kommt diese Tracking-Technologie außerdem auch dort zum Einsatz. Während sich die Schauspieler in großen Wassertanks nach wochenlangem Training tatsächlich unter Wasser bewegen, werden sie dabei von außen mit den modernsten Bewegungssensoren und von innen per Körpertracker millimetergenau erfasst. Manche Sachen kann dabei aber auch die Technologie nicht beeinflussen. Um sich unter Wasser möglichst lang und authentisch bewegen zu können, lernte die Hauptdarstellerin Kate Winslet zum Beispiel, über 7 Minuten lang ihren Atem anzuhalten. Die Unterwasserszenen in Avatar 2 sind also ein Mix aus technischer Meister- und körperlicher Höchstleistung. Wenn wir schon bei James Cameron sind, kommen wir doch direkt zu einem anderen James Cameron-Film und einer der dramatischsten Szenen aller Zeiten, und zwar dem Untergang der Titanic. Bei Titanic dürfte den meisten klar sein, dass der Film unglaublich aufwendig zu produzieren war. Was für einen extremen Aufwand James Cameron aber tatsächlich anstellte, um die Geschichte des größten Schiffsunglücks der Geschichte zu erzählen, sprengt jedoch jede Vorstellung. Um alles möglichst echt aussehen zu lassen, ließen die Produzenten extra für den Film ein 1:1 Modell der Titanic in einer Werft in Mexiko bauen, die übrigens ebenfalls nur für den Film errichtet wurde. Als ob das jedoch noch nicht genug gewesen wäre, wurde der 270 Meter lange Nachbau so konstruiert, dass er auf einer Plattform um mehrere Grad geneigt werden konnte. Als das Schiff im Film also langsam zu sinken beginnt und alles durch die Gegend rollt, wurde dies am Set ganz genauso nachgestellt. Auch für die Szene, in der der Rumpf der Titanic brach, wurde das Modell eigens angepasst. Allein dieser Aufwand zeigt die Detailversessenheit von James Cameron und warum er, der Regisseur, mit den höchsten Einspielergebnissen unserer Zeit ist. Weiter geht's mit einem anderen Star-Regisseur und einem Film, der vor 30 Jahren das Maß aller Dinge war, und zwar Jurassic Park von Steven Spielberg. Damals staunte die ganze Welt über diese Szene. Doch wie konnte man es Anfang der 90er schaffen, einen Dinosaurier so echt aussehen zu lassen? Der Trick liegt in einem Mix aus aufwendiger Ingenieurskunst und sensationellen Effekten. Auf der einen Seite wurde der T-Rex von zahlreichen Puppenspielern in Originalgröße bewegt, auf der anderen wurde im Nachhinein das passende Licht angepasst. Während des Drehs wurde außerdem ein Crewmitglied abseits der Kameras positioniert, um die lauten Dinosauriergeräusche zu machen. Als nächstes kommen wir zu Matrix und damit einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte. Und zwar dem berühmten Moment, in dem Neo in Zeitlupe zahlreichen Kugeln ausweicht. Das Besondere an dieser sogenannten Bullet-Szene ist die extra nach ihr benannte Bullet-Time-Technik. Während es im Film so aussieht, als ob im Moment des Ausweichens mit einer spektakulären Kamerafahrt um Neo herumgefahren wird, sieht die Realität ganz anders aus. In Wahrheit wurden am Set, das übrigens nicht auf einem echten Dach war, sondern komplett aus Greenscreens bestand, unzählige unbewegliche Kameras aufgebaut, die Neo aus jedem noch so kleinen Winkel filmten.
Im Anschluss wurden dann alle Kameraaufnahmen aneinander geschnitten, weshalb es so aussieht, als würde sich die Kamera einmal um Neo herum drehen. Diese Technik war dabei sogar so revolutionär, dass sie danach noch bei zahlreichen anderen Filmen zum Einsatz kam. Machen wir weiter mit einem Schauspieler, der in einer Liste über Filmszenen, die auf erstaunliche Weise gedreht wurden, nicht fehlen darf. Denn er riskierte für seine Filme schon oft sein Leben. Die Rede ist natürlich von Tom Cruise und in diesem bestimmten Fall von dem Film Mission Impossible Rogue Nation. In der Eingangsszene des Films hängt sich Tom Cruises Rolle nämlich während des Starts an ein Frachtflugzeug und fliegt am Flugzeug hängend in schwindelerregende Höhen. Das können nur Special Effects sein, denkt ihr? Nicht ganz, denn tatsächlich hat Tom Cruise diesen Stunt wirklich durchgeführt. Natürlich mit Sicherungsseilen, die wegretuschiert wurden, aber dennoch. Cruise hängt sich vor dem Start an die Außentür des Flugzeugs und ließ sich bis auf eine Höhe von fast 1000 Metern fliegen. Sowohl der Gegenwind als auch die Temperaturen und natürlich die schiere Kraft des Starts waren extrem strapaziös. Trotzdem führte Tom Cruise den Stunt ganze 7 Mal durch, bis der Take seinen Ansprüchen entsprach. Man mag von Cruise halten, was man will, aber er ist wahrscheinlich der draufgängerischste Schauspieler unserer Zeit. Abschließend kommen wir nun nicht zu einer bestimmten Szene, sondern einem ganzen Film, der auf absolut einmalige Art und Weise gedreht wurde. Und zwar Sin City. Als Sin City 2005 in die Kinos kam, war die ganze Welt vom einmaligen und absolut krassen Look des Films begeistert. Alle fragten sich, wie es den Regisseuren gelingen konnte, durchgängig so einen einzigartigen visuellen Stil und das an allen Drehorten umzusetzen. Dahinter steckte jedoch eine damals noch revolutionäre Wahrheit. Tatsächlich wurde der komplette Film nämlich nur an einer Location gedreht, und zwar in einem Greenscreen-Studio. Sämtliche Hintergründe, jede Bar und jeder einzelne Ort wurde im Nachhinein zum Film hinzugefügt. Die Schauspieler befanden sich wochenlang ausschließlich in einem Studio voller grüner Leinwände und mussten sich jede Umgebung in ihrer Fantasie vorstellen. Und zwar bei allen Szenen. So wurden selbst intime Szenen vor hell ausgeleuchteten Greenscreens und teilweise nicht mal mit richtigen Betten, sondern nur auf grünen Matratzen gedreht. Die Romantik und Magie des Films war also am Set nicht wirklich vorhanden. Und selbst Einzelheiten wie Decken und Laken wurden nur künstlich erzeugt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen dieser Filmtricks ihr am krassesten fandet. Zieht euch außerdem dieses Video rein, wenn ihr mehr Filmcontent sehen wollt und abonniert Wissenswert für mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.